Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Ab und an wird mir unterstellt, ich würde Fußball gucken oder generell Sport gucken. Und dann kommt natürlich die Frage auch, hey, schaust du die aktuelle WM auch? Und dann sage ich, Alarm! Alarm! Nein, weil ich generell überhaupt keinen Sport gucke. Also Fußball sowieso nicht und so auch ringsrum nicht. Ich habe jetzt nicht speziell irgendwas gegen Fußball, aber mich hat sowas halt noch nie interessiert, anderen dabei zuzugucken, wie sie irgendwas machen, also wie sie einen Sport betreiben zum Beispiel. Dann fand ich es doch interessanter, selbst was zu machen. Also früher habe ich ein bisschen halt mit Kumpels mich getroffen, Fußball gespielt. Wir haben auch noch Straßenhockey gespielt und so Geschichten, aber zuschauen war noch nie so meins. Und dennoch kommt die Frage, ob ich die Fußball-WM aktuell gucke oder nicht, ausgegebenen Anlass, ne, wegen Katar, ihr wisst Bescheid, was da so vorgefallen ist. Für alle, die es nicht wissen, kann ich nur empfehlen, sich zumindest, wenn man sich damit beschäftigt, ein bisschen einzulesen, also Wikipedia-Eintrag oder irgendwas, weil da halt doch viel schiefgelaufen ist, alleine schon beim Bau und bei dem Kauf der WM, dass sie dort stattfindet und so weiter und so fort. Da ist wirklich viel im Argen und manch einer sagt jetzt eben, zu Recht oder zu Unrecht, hey, man sollte das gar nicht gucken. Alleine schon zum Beispiel wegen den Menschenrechtsgeschichten, wegen der One Love-Binde, die jetzt doch nicht getragen werden darf und so weiter und so fort. Diese Frage wurde mir in den letzten paar Streams eben auch ab und an gestellt im Stream und ich habe jedes Mal gesagt, hey, ich gucke generell keinen Fußball, aber wenn ich Fußball schauen würde, würde ich wohl insgesamt nicht nur dieses Jahr darauf verzichten, sondern mich ein bisschen davon zurückziehen, weil es dann doch, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, eine immer krasser werdende Money-Making-Maschine, also ja schon ist, schon seit Jahrzehnten ist, aber eben immer krasser wird und sowas wie jetzt eben die aktuelle WM noch viel mehr aufzeigt, wie drastisch es eben um diese ganze Geschichte steht. Würde ich jetzt jemandem verbieten, die Fußball-WM zu gucken? Die Frage kam nicht, aber die stelle ich mir jetzt einfach selbst, weil sie wahrscheinlich in dieser Diskussion dann wohl aufkommen würde. Also, ne, würdest du jemanden verurteilen, wenn er die Fußball-WM schaut? Ich sage nein. Alleine schon, weil ich nicht weiß, welche Informationen derjenige hat. Wenn man nichts davon weiß, wenn man einfach unbehelligt ist oder bleiben möchte und mit Absicht ignoriert, ich meine, das ist zwar nicht so gut, aber dann ist es halt einfach so. Dann schaut man den Sport wegen dem Sport an sich, nicht wegen dieser ganzen Money-Maschine hinten dran. Und dann finde ich es eigentlich gar nicht so tragisch. Und auch grundsätzlich würde ich niemandem vorschreiben wollen, ob er was zu gucken hat oder nicht, oder ob er was gucken darf oder nicht. Nur weil das meine politische oder vielleicht vielmehr meine Weltanschauung nicht ganz trifft. Oder überhaupt nicht trifft, was da passiert. Weil ich denke, die meisten von uns sind natürlich so eingestellt, dass man eher für die Menschen ist. Also man möchte nicht, dass Menschen unter so einem Vorhaben wie Stadien bauen hin und her oder Infrastruktur, dass dabei Menschen sterben oder leiden oder sonst was. Man kennt sowas halt von uns jetzt, ich habe jetzt nur den Blick auf Deutschland, halt eher weniger, beziehungsweise vielleicht bin ich da auch zu wenig im Thema drin und möglicherweise passieren da auch Sachen in die Richtung, von denen ich nichts weiß. Aber zumindest so in der Vorstellung hat man da eine normale Firma, die geht da hin, die macht das Zeug und die Angestellten werden bezahlt und denen geht's gut, die bekommen Essen und die sterben nicht und dann ist es fertig. Das ist zumindest so die Traumvorstellung, die man hat. Und man geht davon aus, dass es in einem Land wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder was weiß ich, dass es in diesen Ländern eben genauso abläuft. So geregelt und clean. Und Katar hat jetzt halt da schon so ein bisschen in die Wüste geschissen, mehr oder weniger. Aber um jetzt hier nicht lange auszuschweifen, weil das sind auch wirklich ganz, ganz viele informationstechnische Dinge. Der eine hat sie, der andere hat sie nicht. Informationen werden fehlinterpretiert oder Fehlinformationen werden rausgehauen und so weiter und so fort. Ich selbst kann nicht zu 100% überprüfen, ob das alles stimmt, was ich darüber weiß. Ich war ja nicht da. Aber ja, das sind eben so meine Hintergrundinfos. Und aufgrund dieser würde ich da nicht reinschauen, wenn ich schauen würde. Und würde mich da wohl auch generell Stück für Stück von distanzieren und dann vielleicht eher in so kleineren regionalen Sachen halt guck, ne, dass ich auf Spiele gehe von meinem Dorf, von meiner Stadt oder was weiß ich, Waldhof, wah, dass ich in die Richtung gehe und nicht diese ganz große Geschichte weiterverfolge, weil es halt wirklich schade ist, zu was das Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt verkommt. Knüppelt mir schön eure Sichten und Meinungen in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall ein Streitthema, würde ich sagen. Darum bitte ich natürlich auch, dass ihr alle die Kontenance bewahren und cool bleiben. Aber natürlich interessiert es mich sehr, wie ihr das seht. Schaut ihr die WM? Wie seht ihr die ganze Sache mit Katar? Habt ihr da überhaupt keinen Blick drauf? Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich will einfach nur Fußball gucken und das außenrum ist mir egal. Wie gesagt, das verurteile ich auf keinen Fall. Das ist halt dann einfach so. Und ja, wie ist es bei euch? Im Hintergrund ist wieder, ich glaube, ein Arms Race gelaufen, weil ich gerade keine Kletterei hatte, kein Jump-Video, weil unser Server ein bisschen im Anus ist, da muss ich mich noch drum kümmern. Wir sehen uns dann somit im nächsten Video oder im nächsten Livestream, zum Beispiel heute, ab 18 Uhr, also gleich.
kommt gerne mit dazu. Wir spielen Videogames gemeinsam, wir können gerne nochmal über die WM sprechen. Wir machen Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Haben auch gerade noch ein großes Knife-Giveaway laufen. Rankommen, mit dabei sein. Let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.